Sind Sie frustriert, weil trotz Hustensaft der Husten Ihres Kindes sich nicht bessert? Suchen Sie alternative und natürliche Methoden gegen den Husten? Ich nenne Ihnen gleich einige Möglichkeiten. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. In meiner jahrzehntelangen Sprechstundentätigkeit habe ich viel mit Husten und Erkältungen zu tun gehabt. An diesem Erfahrungsschatz möchte ich Sie teilhaben lassen. Daher habe ich schon über 200 Videos zu den wichtigsten Krankheiten und Problemen hier auf YouTube und auf meiner Webseite Kinderarzt vom Bodensee sogar alphabetisch aufgelistet und direkt zum Anklicken. Wenn Sie also keines dieser Videos mehr verpassen möchten, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und ein Kanalabo und wenn Sie mich weiterempfehlen. Husten ist mit Abstand der häufigste Vorstellungsgrund in der kinderärztlichen Sprechstunde. Natürlich finden sich deshalb auf meinem Kanal entsprechend viele Videos zum Husten in einer Playlist, von denen ich Ihnen das Video über die 7 Hustenarten besonders ans Herz legen möchte. Dann verstehen Sie, dass es das eine Mittel, das bei jedem Husten hilft, nicht gibt. Ich nehme häufig den Frust vieler Eltern wahr, die verzweifelt davon berichten, dass sie schon viele Hustensäfte erfolglos ausprobiert haben und von mir Rat und Hilfe erhoffen. Die Anamnese und der Untersuchungsbefund erleichtern es mir natürlich schon etwas, den wahrscheinlichen Grund für den Husten herauszubekommen und eine gezieltere Empfehlung für die Wahl der Maßnahmen dagegen geben zu können. Aber Sie bekommen jetzt von mir eine ganze Palette von Möglichkeiten gegen Husten, die Sie eigentlich immer anwenden und ausprobieren können. Eine Ausnahme bilden Säuglinge, also Kinder bis zum ersten Geburtstag. Da geht nicht alles. Für Sie habe ich am Schluss deshalb ein eigenes Kapitel vorgesehen. Kurz zusammengefasst ist Husten die Folge einer Schleimhautreizung. Deshalb ist es günstig, die Reizung der Schleimhaut nicht unnötig noch zu verstärken durch zum Beispiel trockene Luft, die durch die Heizungen entsteht. Ein Aufenthalt an der frischen Luft ohne körperliche Aktivität, wie zum Beispiel das Sitzen oder Liegen, warm eingepackt am offenen Fenster oder noch besser auf dem Balkon oder der Terrasse, beruhigt die Schleimhaut. Am eindrucksvollsten kann man das beobachten, wenn in der Nacht ein Hustenanfall dadurch gestoppt wird, dass man für ein paar Minuten ans geöffnete Fenster oder ganz raus auf den Balkon tritt und bewusst die kaltfeuchte Nachtluft einatmet. Eine Dampfinhalation mit einem Inhalator, mit einer Gesichtsmaske, befeuchtet natürlich die Atemluft auch. Allerdings ist sie dann warm und nicht kalt. Ich sage das deshalb, weil manchmal die kalte, feuchte Luft besser ist als die warme, feuchte. Aber das probieren Sie einfach aus. Haben Sie keinen Inhalator, tut's natürlich auch der Klassiker mit Topf und Handtuch über den Kopf. Nur müssen Sie da besonders auf das Verhindern von Verbrühungen achten. Die Inhalationslösung können Sie selbst herstellen. Sie besteht aus 3 Liter aufgekochtem Wasser und einem Teelöffel Salz. Schon haben Sie eine Kochsalzinhalation. Geben Sie 2 Esslöffel Kamillenblüten dazu, haben Sie eine Kamillendampfinhalation. Und mit 2 Esslöffel Thymiankräutern eine Thymiandampfinhalation. Oder Sie tropfen stattdessen ätherische Öle in das Wasser. Wenn Sie zufällig einen Kaltluftvernebler zu Hause haben, können Sie selbstverständlich auch den probieren, ob er einen positiven Einfluss auf den Husten hat. Einen extra zu kaufen empfehle ich nicht. Ich halte die Frischluftinhalation für mindestens gleichwertig. Da wir gerade beim Befeuchten sind, beliebt ist ja das Stellen eines Schälchen Wassers auf die Heizung. Das können Sie vergessen, weil dabei die Menge an verdunstendem Wasser viel zu gering ist. Eher wirksam ist zum Beispiel das Aufstellen eines Wäscheständers voll behängt mit nasser Wäsche im Schlafzimmer. Feuchter in der Wohnung wird es auch, wenn nach dem Duschen oder Baden die Badezimmertür offen bleibt. Dennoch, eine für unsere Schleimhäute günstige Luftfeuchtigkeit über 50% ohne richtige dauerhafte Luftwäscher oder Luftbefeuchter in einem Zimmer zu erreichen, ist gar nicht so einfach.
Das können Sie leicht durch das Aufstellen eines Hygrometers, eines Luftfeuchtigkeitsmessers, überprüfen. Die Liegeposition kann ziemlichen Einfluss auf den Husten haben. Beim flach auf dem Rücken liegen ist Husten meistens am schlimmsten. Günstig ist es, wenn das Gesicht und damit die Nase möglichst weit oben ist. Da kann schon mal ein zweites Kissen helfen, aber je kleiner Kinder sind, desto besser ist es, wenn man das Bett oder die Matratze als Ganzes schräg stellt, sodass die Wirbelsäule gerade liegt und es nicht zu einem Vorbeugen des Kopfes kommt, was beim Benutzen von zusätzlichen Kissen gerne passiert. Eine freie Nase verhindert die Mundatmung, die den Hustenreiz verstärkt, weil beim Einatmen die Luft dann nicht wie bei der Nasenatmung angefeuchtet wird. Und dann gibt es neben dem Erhöhen des Oberkörpers, dem Bett schrägstellen oder dem Matratze unterbauen, auch noch die Zwiebel mit ihren ätherischen Ölen. Schneiden Sie eine Zwiebel in Scheiben und stellen Sie einen Teller davon neben das Bett. Es wird bald typisch nach Zwiebeln riechen. Die Nase wird freier, der Schleim flüssiger und der Husten weniger. Auch Brust- und Rückeneinreibungen mit Salben mit ätherischen Ölen können das bewirken. Außerdem verstärken sie die Hautdurchblutung, was zu einem wohligen Wärmegefühl führt. Bienenwachsauflagen, direkt auf die Brust gelegt, machen nicht nur lokal warm und duften sehr angenehm, sie können auch Hustenreiz mindern. Auch warme Kartoffelwickel auf der Brust können gegen den Husten helfen. Aber bitte darauf achten, dass sie nicht wärmer als 37 Grad Celsius sind, um Verbrennungen zu vermeiden. Natürlich können Hustensäfte mit den seit alters her bewährten Inhaltsstoffen wie Efeu oder Thymian bei bestimmten Hustenarten durchaus eine Hilfe sein. Probieren Sie es dadurch aus, dass Sie sie einen Tag geben und einen Tag weglassen und dann entscheiden, ob Sie etwas gebracht haben. Uromas Hausrezepte sind ebenfalls bei Husten einen Versuch wert, vor allem am Abend vor dem Zu-Bett-Gehen. Zwiebelsaft mit Honig oder heiße Milch mit Honig und ein bisschen Ingwer. Dabei darauf achten, dass Sie den Honig erst dann reintun, wenn die Milch sich auf 40 Grad abgekühlt hat, damit die Wirkstoffe des Honigs nicht durch die Hitze zerstört werden. Besonders geeignet sind neben dem normalen Honig auch Thymian, Eukalyptus und Manuka-Honig. In manchen Haushalten gibt es eine homöopathische Hausapotheke mit mehreren Hustenmitteln. Wenn Sie sich mit den homöopathischen Mitteln nicht gut genug auskennen, gilt das Gleiche wie bei den Hustensäften. Sie müssen sie ausprobieren und testen, ob sie eine Wirkung zeigen. Das kann schon ziemlich frustrierend sein, alle durchzuprobieren. Und da die meisten Husten in der Regel nach 2 Wochen zu Ende sind, dauert das Ausprobieren manchmal länger. In der traditionellen chinesischen Medizin findet auch bei Kindern die Akupressur Anwendung. Die Punkte Dickdarm 20 rechts und links neben den Nasenflügeln 30 Sekunden lang einmassieren und immer wieder am Jochbogen entlang ausstreichen. Vor allem beim Husten bei einer Sinusitis bei älteren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen kann diese Akupressur und auch das Kleben eines kleinen Dauernadelpflasters über dem Punkt Yintang direkt in der Mitte zwischen den Augenbrauen über der Nasenwurzel Linderung verschaffen. Und jetzt noch wie angekündigt zu den Babys. Wenn Sie Husten haben, gibt es nicht ganz so viele Möglichkeiten der Behandlung. Die Salben zum Brusteinreiben dürfen zum Beispiel keine scharfen ätherischen Öle enthalten, weil sie krampfauslösend sein können. Also unbedingt darauf achten, dass auf dem Präparat draufsteht, für Säuglinge geeignet. Auch gibt es nur wenige Hustensäfte, die im ersten Lebensjahr zugelassen sind, wie zum Beispiel der Efeusaft. Aber Sie müssen damit rechnen, dass ein Hustensaft im Babyalter wenig hilft. Wichtiger sind da eine freie Nase, weshalb die frische Luft und Schrägstellen des Bettes eine zentrale Rolle beim Babyhusten spielen. Ebenso das Engelwurzbalsam, das äußerlich auf die Nasenflügel eingerieben wird. Auch eine in Scheiben geschnittene Zwiebel neben dem Bett kann Babys enorm dabei helfen, nicht durch den Mund atmen zu müssen, was den Hustenreiz verstärkt, wie Sie ja jetzt wissen.
Auch das Auflegen von kleinen Bienenwachsauflagen direkt auf die Brust unter dem Body kann hilfreich sein. Warme Milch mit Honig ist im ersten Lebensjahr, bis die Kinder mindestens 10 Kilo wiegen, nicht erlaubt. Denken Sie bei einem hustenden Baby immer daran, dass der Husten oft nur der Ersatz für das Schneuzen oder das Räuspern ist. Entsprechend ist es sehr schwierig, dies mit Medikamenten ersetzen zu können. Aber solange ein Baby nicht krank wirkt, kein Fieber hat und normal trinkt, hat der Husten meistens auch keine schlimme Ursache. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann liken Sie es, abonnieren Sie den Kanal, denken Sie an meine Webseite mit den vielen anderen Videos zum Anklicken und erzählen Sie im Bekanntenkreis vom Kinderarzt vom Bodensee.